Hi Leute, ich bin's Albert von vPRR.de und in diesem Video sprechen wir von Microsofts HoloLens. Das ist die Virtual Reality Brille von Microsoft, die man während der Pressekonferenz von Windows 10 vorgestellt hat. Damit hat eigentlich niemand gerechnet und die Features dieses Geräts sind so unglaublich und teilweise atemberaubend, dass wir uns veranlasst sahen, ein Video dazu zu erstellen, wo die Features und die Funktionsweise des Produkts erklärt wird. Laut Microsoft läuft HoloLens mit Windows 10. Das heißt, es ist mit den Windows Universal Apps kompatibel. Es verwendet eine High-End CPU und GPU, wobei Microsoft nicht genau spezifizieren wollte, um welchen Prozessor und welche Grafikkarte es sich genau dabei handelt. Weiters kommt eine Holographic Processing Unit zum Einsatz, die die Sensordaten der Brille verarbeitet. Die Funktionsweise des Produkts ist relativ einfach damit erklärt, dass man sich einige Science-Fiction-Filme aus der Vergangenheit ansehen soll. Es besitzt ein durchsichtiges Display, worauf Inhalte dreidimensional und in der Umgebung des Nutzers platziert werden können. Mehrere Sensoren erkennen dabei die Objekte in der Umgebung des Nutzers und können daraufhin Hologramme darauf oder sogar an Wänden platzieren. Der Träger kann mittels Sprache oder Gesten in der Luft mit den virtuellen Objekten interagieren. Eine Demo-App hat Microsoft bereits auf der Pressekonferenz vorgestellt. Diese nennt sich HoloStudio und damit lassen sich einfache 3D-Modellierungen anstellen, die dann auch mittels eines 3D-Druckers ausgedruckt werden können. Der Unterschied zu Google Glass und Oculus Rift besteht eigentlich darin, dass Microsoft ein durchsichtiges Display und nicht ein HUD bzw. ein OLED-Display einfach vor die Augen des Nutzers platziert. Damit kann der Nutzer also mit seinem realen Umfeld interagieren und gleichzeitig eine Art Augmented Reality genießen, indem er mehr Freiheiten hat und andere Arten von Arbeiten erledigen kann. Microsoft hat bisher zu HoloLens relativ wenige Daten veröffentlicht, so fehlen jegliche Details zur Hardware, aber auch zur Verfügbarkeit bzw. zum Preis. Wie das Gerät eingesetzt werden soll, hat man ebenfalls nicht genau detailliert. Man kann sich natürlich vorstellen, wo das Gerät zum Einsatz kommen kann, beispielsweise in Krankenhäusern, aber auch im Wohnzimmer jedes normalen Endkunden. Allerdings gibt es bisher nur ein Projekt, das Microsoft während der Konferenz genannt hat, nämlich soll eine Mars-Sonde mittels HoloLens gesteuert werden. Das Projekt soll im Juli dieses Jahres stattfinden und Microsofts HoloLens soll noch während des Release-Zyklus von Windows 10 zum Einsatz kommen. Mit dem Fortschreiten der Entwicklung von Windows 10 wird Microsoft allerdings sicherlich noch weitere Details zu HoloLens geben. Und das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch Microsofts HoloLens in diesem Video etwas näher gebracht haben zu können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.